Schluss mit den digitalen Menschenrechtsverletzungen. Oder sind wir nicht alle ein bisschen behindert? Ein Buch geschrieben und gesprochen von Peggy Reuter-Heinrich. Gewidmet den oft Vergessenen. Dieses Buch widme ich geliebten Menschen aus meiner Familie. Meinen Eltern, die mittlerweile über 80 sind, meinen Schwiegereltern, ebenfalls in dem Alter, und unserem in Kanada lebenden 87-jährigen Onkel sowie seiner Frau, die 2022 mit Alzheimer ins Pflegeheim gekommen ist. Es ist ein Buch gegen das Vergessen. Gegen das Vergessen von den wichtigen Dingen im Leben. Ein Buch, um selber nicht zu vergessen oder in Vergessenheit zu geraten. Insbesondere aber gegen das Vergessen von all denjenigen, die leider allzu oft vergessen werden, in unserer realen Welt, besonders aber in der digitalen Welt. Daher widme ich dieses Buch gleichermaßen auch allen Menschen mit Benachteiligungen, Einschränkungen und Behinderungen. Den Menschen, die heute noch aus so vielem ausgeschlossen sind, weil sie halt vergessen wurden. Das Buch schreibe ich auch in meiner Eigenschaft als ITlerin. Es heißt ja, das Internet vergisst nichts. In der Tat, diese riesigen Datenspeicher halten alles fest, auch über den Tod eines Menschen hinaus. Im Kontext von digitalen Lösungen werden oft Menschen vergessen, weil man nicht an sie gedacht hat. In Zeiten von KI treibt mich der Wunsch an, dass die digitale Zukunft menschenfreundlicher wird, indem diejenigen, die Digitales erschaffen, an alle Menschen denken, insbesondere aber an die, die sie oft vergessen. Hoffentlich bleiben meine Ideen einer menschenfreundlichen digitalen Welt nicht nur Utopie. Ich als ITlerin bin überzeugt, alle meine Ideen sind technisch möglich und sind als Menschenrecht im digitalen Raum zugesichert. Von Herzen danke. Vielfältigen Dank an alle helfenden Menschen. Danke an alle Menschen, die mich bei diesem Buch unterstützt haben. Nur aufgrund meines glücklichen Lebens kann ich die Erlebnisse überhaupt haben, die ich in diesem Buch schildere. Das verdanke ich natürlich ganz vielen Menschen, insbesondere aber meinem Ehemann. Danke für deine Liebe und all die gemeinsamen Erlebnisse. Das Buch habe ich selbst geschrieben, aber meine liebe Mama hat es vollumfänglich lektoriert. Danke, Mama, für deine großartige Leistung und danke an das Leben, dass du mit 84 noch so fit bist, dies leisten zu können. Danke auch an meine liebe Designkollegin, die dieses Buch wieder professionell layoutet hat. Und danke für deine barrierefreien Fassungen dieses Buches als PDF und E-Book, damit auch Menschen mit Einschränkungen es lesen und hören können. Danke auch an unsere Firma Hi-Res, die dieses Buch vollumfänglich verlegerisch unterstützt und an den Markt bringt. Sogar so leidenschaftlich, dass es Hi-Res zum Anlass genommen hat, einen Shop aufzusetzen, damit es jedem Menschen einfach zugänglich wird. Und Bruderherz, dir ganz besonderen Dank für all die handfeste, kompetente Unterstützung meiner verrückten Ideen. Danke zudem an den Fotografen, der mich als passionierte Kämpferin für die Teilhabe aller Menschen am digitalen Leben so perfekt fotografisch eingefangen hat. Abschließend danke an meine direkten oder digitalen Freunde und Partner sowie meine Community für den Austausch, das Miteinander und die vielfältige Unterstützung. Reise auf der Suche nach Menschlichkeit in der IT. Heute begebe ich mich auf eine Reise und lade Sie ein, mich zu begleiten. Es ist eine multidimensionale Reise in die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Eine Reise auf andere Seiten dieser Welt, in andere Länder und in ganz andere, oft noch als Neuland benannte digitale Welten. Zugleich ist es eine Reise in meine sowie Ihre reale Welt, auch verbunden mit unangenehmen Umständen und berührenden Momentaufnahmen.
Eine Reise in Bewegung zwischen analogen, ganz handfesten Lebenswelten im Unterschied zu der zumal etwas irreal erscheinenden digitalen Welt. Eine Reise eintauchend in traurige Realitäten der Gegenwart und auch in ein schönes Utopia der Möglichkeiten in der Zukunft. Im Kern ist es eine Reise auf der Suche, nämlich der Suche nach der Menschlichkeit in der digitalen Welt. Ich möchte Sie mitnehmen auf diese Reise und schauen, ob wir dabei eine schöne, barrierefreie digitale Welt finden können. In Zeiten, wo Digitalisierung eine der wichtigsten Bewegungen ist, müsste diese Welt doch irgendwo existieren. Lassen Sie uns auf dieser Reise gemeinsam herausfinden, ob die IT dabei ein Herz für Menschen hat. Die IT bringt schließlich humanoide Roboter hervor, kann in 3D schon menschliche Organe drucken, erschafft realistische Avatare als Abbild des Menschen und bietet mit künstlicher Intelligenz den Ersatz für den Menschen an. Da müsste die IT doch auch ein Herz für Menschen haben. Schauen wir also, ob dieses Herz für Menschen irgendwo zu finden ist. Für den möglichen Fall, dass wir akut wenig Menschenfreundlichkeit in der realen, besonders aber in der digitalen Welt finden, werde ich Sie immerhin mitnehmen in die Fantasiereise des Denkbaren, der Möglichkeiten, der Chancen. Tauchen Sie also ein mit mir in eine reale und digitale Welt, so wie sie sogar per Gesetzesvorgabe ab Sommer 2025 existieren sollte. Denn ab dann gilt der sogenannte European Accessibility Act, das europäische Gesetz für Zugänglichkeit. In Deutschland greift dann das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Haben Sie das noch nicht gehört? Dann geht es Ihnen wie vielen Menschen. Kurz zusammengefasst, es müssen Produkte, die in die Europäische Union eingeführt werden, ab Sommer 2025 so ausgestaltet und produziert sein, dass sie auch barrierefrei von Menschen mit Behinderungen genutzt werden können. Davon sind wir heute weit entfernt. Schauen wir, was die Zukunft im Realitätsabgleich bringt. Ich werde Ihnen in diesem Buch zumindest ein Bild zeichnen, wie schön diese barrierefreie Zukunft sein könnte. Ja, das ist sicherlich Utopia, aber immerhin eine Idee des Möglichen. Damit möchte ich Hoffnung machen, dass diese barrierefreie digitale Welt besser sein könnte und dass sie uns Menschen helfen könnte. Damit könnte es auch eine Reise in eine schöne neue Welt, eine bessere, menschenfreundliche, digitale Welt werden. Alles ist möglich, wenn man nur wollte. Vielleicht wird so manches, was ich als Utopia-Fassung für eine bessere Zukunft präsentiere, Ihnen als verrückt oder nicht machbar erscheinen. Aber bitte glauben Sie mir, das ist es keineswegs. Alles, was Sie hier lesen werden, könnte Realität sein oder werden. Technisch ist nämlich alles, was ich beschreibe, möglich. Einzig und allein scheitert es an so vielem, primär aber an fehlender Menschlichkeit in der digitalen Welt. Im Marketing redet man zwar häufig von Human-Centered Design oder Nutzerzentrierung, aber den Menschen helfen tut die IT leider selten. IT-Lösungen sind nämlich nach meinen fast 30 Jahren Erfahrung als ITlerin selten sozial verantwortungsvoll ausgerichtet. Sie machen sich auch kaum zur Aufgabe, dem Menschen zu dienen, schon gar nicht den Schwächeren der Gesellschaft. Nur durch vier wesentliche Treiber entstehen bisher gute IT-Lösungen. Das ist zum einen Profit- und Gewinnmaximierung, zum anderen Profilierung und Prestige. Dann sind es Einsparungspotenziale an Mensch oder Moneten und als Bonbon noch technische Innovationen. Deshalb sind auch Internet of Things, Automatisierung, Data Mining und künstliche Intelligenz im Moment auch keine Dinge, die die digitale Welt für Menschen zu einem besseren Ort machen würden.
Das wiederum sollte meiner Meinung nach jedoch das einzige Ziel sein, was uns bei der Erschaffung künftiger IT-Lösungen antreiben sollte. Gemeinsam mit der Autorin. Miteinander für eine bessere digitale Welt. Auch wenn Sie noch keine einzige Zeile des wahren Inhaltes dieses Buches gelesen haben, möchte ich Sie schon jetzt einladen, dass wir uns vernetzen. Nur gemeinsam können wir die digitale Welt zu einem menschenfreundlicheren Ort machen. Sie können mich vielfältig erreichen unter meinem Namen. Witzigerweise gibt es mich, Peggy Reuter-Heinrich, auf Social Media oder im Internet sogar nur einmal. Weil es so nett ist, also www.peggy-reuter-heinrich.net. Auf Instagram, Facebook, Xing und besonders LinkedIn ebenso. Auf allen Kanälen können Sie mich direkt kontaktieren. Sie brauchen weder Verlage noch Managementanfragen, um sich mit mir auszutauschen. Ich bin nahbar und gerne für Sie da. Wundern Sie sich also nicht, wenn ich dann noch antworte.